Also rein da. Ich bin ja gespannt, was da auf uns zukommt. Einmal laden. Warten Sie schon auf uns. Mal sehen, ob wir den hierher locken können. Na komm, was ist? Kommt nicht. Hier vielleicht. Na komm. Nichts. Na dann, rein da. Was haben wir hier? Oh, da haben wir ordentlich, ordentlich, Leute. Sofort in Deckung. Hier eine Granate hinwerfen. Hier schön in Deckung bleiben. Einen Schuss haben wir eben verpasst. Und das war der Granatenstoß. Hinter der Tür noch ein Gegner. Na komm. Jawohl. Was war das denn? Was war das denn jetzt? Der fällt einfach tot um oder was? Ich habe nicht mal geschossen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Da haben wir noch wieder ein Munitionslager, neue Waffen eventuell. Hier die Granaten füllen wir natürlich auf. Jawohl. Höhere Schritte. Gehen. Ja, da räumen wir jetzt aber ziemlich auf. Kurz nachladen, was haben wir hier? Die MP18. Da haben wir für mich Feinde. Müssen wir jetzt alle erledigen hier. Ich weiß nicht recht, ob hier diese Feinde immer wieder nachgeladen werden. Oh, die Hellriegel, die ist natürlich schon auch geil. Das wechseln wir jetzt direkt aus. Die Thompson legen wir hin und nehmen die Hellriegel auf. Die Hellriegel ist ja eine absolute Lieblingswaffe von mir. Mal sehen, was da rauskommt. Nachladen. Ah, wir müssen die Automatik und die müssen wir hinlegen. Da haben wir fast keine Schüsse mehr. Dann nehmen wir die MP18 mit hier. Jawohl. Dann haben wir wieder 93 Schuss im Magazin. Hier haben wir noch Munition. Sollten wir hier noch. Also das ist hier. Was? Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht hier. Keine Ahnung, was da abläuft. Hier hinten noch Feldbuch. Jawohl. Nehmen wir natürlich mit. 2 von 5. Ja. Also, wenn du Lust hast, diese Feldbücher zu suchen, ich finde das jetzt nicht. Das gehört nicht ins Let's Play, also von daher, wenn wir sie finden, natürlich nehmen wir sie auf, aber ansonsten überlasse ich das dir, die Feldbücher selber zu suchen, wenn du Battlefield 1 spielen willst. Was haben wir hier für eine Waffe? Selbstlader. Ich weiß nicht genau. Das Dynamit haben wir hier aufgenommen, jawohl. Wir haben hier 92 Schuss, hier 93 Schuss. Ich glaube, mal schauen, wenn wir hier Selbstlader nehmen. Magazin mit Visier, doch. Das, im Selbstlader haben wir 50 Schuss, das machen wir. Was haben wir denn hier noch?
Wieder den Selbstlader, jawohl. Da können wir noch auffüllen. Bleibt allerdings bei 50 Schuss. Alles klar. Ja dann. Bewegen wir uns mal hoch. Vorne noch eine Munitionskiste. Horn von Österreich, Räume. Alles klar. Wir müssen diese Stellung also räumen hier. Ich versuche natürlich unentdeckt zu bleiben, solange es geht. Aber da haben wir bereits den ersten Feind. Wo ist der? Wo ist der denn? Kommt der runter jetzt oder was? Erwischt. Was haben wir da oben? Oh, 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 jetzt müssen wir wieder in Deckung gehen. Lassen wir sie hier runterkommen, dann sind wir besser in Deckung, besser geschützt. Den haben wir erwischt, jawohl. Mal sehen, was wir hier noch für eine Waffe haben. Jawohl, da. Ah, da haben wir einen Schuss, jawohl. Das ist jetzt aber echt fies hier. Hier oben noch einer, jawohl. Nee, komm, komm schon, komm schon. Das ist nicht gut hier. Da oben sind sie. Oh, oh, oh. Jetzt hat es uns beinahe erwischt. Das war ein guter Headshot hier. Yeah. 120 Schuss aufgenommen hier. Jawohl, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ich bin hier etwas vorsichtig jetzt. Alles brennt, alles in Flammen, Schutt und Asche hier. Jetzt kommt rein hier. Was ist das denn? Was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Elite-Klasse. Können wir hier auf den Bunker gehen? Nein, da dürfen wir nicht mehr zurück. Alles klar. Gibt es also nur einen Weg. Komm schon. Den mit der Schaufel oder so erwischen. Das geht nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Weg hier, weg hier, weg hier. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Was war das denn jetzt? Wir können den also nicht abstechen aufgrund seiner Rüstung. So wie zuvor hin wir als Aditi. Ja, komm, Schuss, jawohl. Oh, wir sind hier einfach arg unter dem Schuss von allen Seiten. Wir müssen wegbleiben erstmal. Dass wir das unsere Freunde regeln.
Da oben eine Granate hin. Wir haben einen Feind gefunden. Jawohl, da ist er markiert. Und Kopfschuss, jawohl. Markieren hilft uns natürlich. Hat er denn nichts angehabt, oder was? Jetzt haben wir ihn erwischt, alles klar. Okay, noch einmal so ein gepanzerter Soldat, oder was? Versuchen hier wieder etwas über die Flanke zu gehen. Haben wir noch einen, jawohl. Den haben wir aber gut erwischt. Hier über die Flanke von hinten angreifen, das ist ein gutes Rezept. Oh. Na, der ist mal in Deckung bleiben. Oh, jetzt müssen wir einfach draufhalten. Hier schön in Deckung bleiben. Da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Aber unsere Freunde mähen hier jetzt schön und die Finger um. Wir müssen hier mit dem Hellriegel wieder Munition sammeln. 120 Schuss. Ist gut. Voll vorrücken. Kommen wir nicht hoch. Optionen haben eine eigenmächtige Waffe des Schlachtfeldes. Alles klar. Das sollten wir hochkommen. Können wir wieder Waffen einsammeln. Was haben wir hier? Eine Shotgun. Aber hallo. Komm schon, ich will die Shotgun. Die Sweeper, jawohl. Granaten, jawohl. Was haben wir hier noch drin? Metzen. Nein, da bleiben wir auf dem Hellriegel. Kommen wir hier irgendwo außen rum. Denn hier angezeigt dieses große Geschütz oder was das sein soll. Wie kommen wir denn hier hoch? Wir kommen hier nicht hoch. Ist hier kein anderer Weg? Außenrum oder so? Was denn? Woher kamen diese Schüsse? Eine Leiter oder so, nichts. Alles klar. Ja, dann müssen wir wohl oder ihr vorrücken und draufhalten hier. Oh, in Deckung gehen, in Deckung gehen. Jetzt haben wir ja zu großen Munitionsverschleiß. Na komm, Shotgun prüfen. Nach einer Weile ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Es geschafft haben zur Festung. Alles klar. Was wäre hier drin? Erstmal hier noch säubern, was geht. Der hier. Gewehr 95. Nein, wir bleiben wieder auf der Hellriegel. Natürlich, dass wir hier nicht mehr allzu viel Munition verbrauchen. Weiter geht's. Ich denke jeden Tag an dieses Feld. Ach du Scheiße. Alter. Was für ein Gemetzel. Was für eine Aufgabe hier. Was für eine Aufgabe. Jede Leiche, die du anschaust, könnte dein Bruder sein. Ich hatte die Suche fast aufgegeben. Und da Matteo ist Matteo. Doch noch entkommen. Doch dann. Was? Echt nein. Jetzt? Nein! Hörst du mich? Das kann doch nicht sein. Hörst du mich? Das ist doch scheiße hier. Das ist doch echt scheiße. Die ganze Kacke umsonst oder was? Der kann doch nicht einfach tot sein.
Das ist echt scheiße hier. Das ist jetzt echt scheiße. Er dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Das ist doch nicht deine Schuld. Wer entscheidet sowas? Ja, wer entscheidet sowas? Das wissen wir zum guten Glück nicht. Oh Mann. Buon compleanno, Matteo. Ja, Reiche zu vielen, neue Länder entstanden. Natürlich veränderte sich die Sichtweise. Nur wenige kehrten heim. Ja, das die verlorene Generation. Ein Begriff, den wir kennen. Und damit sind wir am Schluss, am Ende der dritten Kampagne. Mit einem tragischen Ende. Ja, Krieg ist grausam. Krieg hat seine dunkle Seite. Krieg, im Krieg verlieren wir einfach alle. Wir können nur verlieren im Krieg. Damit danke ich dir, warst du mit dabei, wenn du es bis hierher geschafft hast. Ein fettes Dankeschön dafür. Ich wäre natürlich dankbar, wenn du auch weiterhin meine Videos schaust. Abonniere den Kanal, damit du keine Videos verpasst. Ein Daumen hoch wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Kommentare sind erwünscht, jeglicher Art natürlich. Und damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao aus der Welt von Goonicorn.